Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit Herbert Schmidt. Wow. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier bei uns im Ersten. Vielen Dank für diesen optimistischen, der Zukunft zugewandten Empfang. Vielen Dank. Sehr aufmerksam, meine Damen und Herren. Sehr freundlich. Sehr freundlich. Herzlich willkommen. Wieder einmal begrüßt Sie Deutschlands prominentester Scheinselbstständiger zu diesem Abend. Die Bundesregierung greift durch. Mir persönlich wird das Tempo momentan fast ein bisschen zu hart. Ich weiß nicht, ob ich noch diesem Tempo gewachsen bin, mit der es bei uns in die Zukunft geht, mit diesem Tempo, mit dem die Reformen angepackt werden. Neues Thema, Mindestlöhne im Schlachthof. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ja, ja. Sie wissen, bisher war es möglich, dass sich Ausländer bei uns im Schlachthof zu niedrigen Preisen schlachten lassen. Nein, nein, dass ausländische Fachkräfte zu Dumpinglöhnen Ausschluss vorbei Mindestlöhne. Toll, liebe Regierung, bitte nur vergesst bei aller Liebe zu den Mindestlöhnen nicht die unter uns, die permanent um Höchstgagen kämpfen. Auch wir wollen das Gefühl haben, ja, ihr mögt uns noch und wir sollen dieses Land nicht verlassen. Denn Franz Müntefering, der Erfinder, der Chef der SPD, reformiert auch, was das Zeug hält, hatte eine kurze Pause und hat gedacht, was mache ich in diesen freien Sekunden? Ich halte eine Rede. Er hat eine Grundsatzrede gehalten und in dieser Grundsatzrede hat Franz Müntefering festgestellt, das Kapital, und ich scheue nicht zurück zu sagen, das böse Kapital hat nur eins im Sinn, Gewinn, Gewinn, Gewinn. Habe ich nicht gewusst. Sie? Ich habe gedacht, Deutsche Bank, Daimler Benz, die machen, weil sie Spaß haben. Ja, klar. Weil sie gut drauf sind. Weil sie sagen, hallo, High Five jeden Morgen bei Schrempf im Büro. Nein, nur Kohle! Gott sei Dank hat uns Franz Müntefering gewarnt. Die SPD hat reagiert und hat die neuen Sammelbildchen rausgegeben. Können Sie ab sofort auch bei uns im Internet haben. Hier. Fantastisch, oder? Ja. Das Kapital will nur gewinnen. Dann eine ganz tolle Sache. Viele fragen, wo ist Otto Schily? Er schwebt über uns. Nein, es geht ihm gut. Diese Meldung ist ein bisschen untergegangen. Und zwar Graffiti. Oder sagt man Graffiti? Sie wissen, diese Schweine, die unsere Eigentumswohnungen versauen von außen. Ausschluss werden jetzt von Schily gejagt im Hubschrauber. Das finde ich ganz große Klasse. Und für uns, die Filmfreunde hier im Ersten, ist es natürlich Apokalypse Now. Oder? Otto Schily bringt Wagner in unsere Innenstädte. Ja. Sie kennen das in Apokalypse Now, wo Robert Duvall als General am Strand steht und sagt, ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen. Gut, das wird Schily nicht sagen. Nein, nein, nein. Noch? Nein, das wird es nie sagen. Aber er wird sagen, ich liebe den Geruch von Spraydosen am Morgen. Und es wird so weit kommen, dass die letzten Sprayer unten an den Kufen des Hubschraubers aus den Innenstädten gezerrt werden und dann irgendwo bei uns in NRW abgeworfen. Also, denn ja, wir haben Platz und wir haben Wahl. Und es gibt eine romantische Meldung zum Schluss. Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, für mich immer noch der Bundeskanzler, egal wer sich da zwischendurch alles wählen lässt, für mich ja, eine patriarchalische Erbmonarchie, so wie in Monaco, das ist die ideale Staatsform für uns. Dr. Helmut Kohl wurde mal wieder 75 und es wurde groß gefeiert. Wir sprachen schon über Vietnam, Henry Kissinger war zu Gast, Felipe González, John Major, es wurden große Reden gehalten, Dr. Kohl war sehr gerührt und ganz hinten in Reihe 4 bis 17 gingen Schilder hoch, Santo Subito. Die ARD Showben! Hübsch war die Musik. Das habe ich mir jetzt auch angewöhnt, den gerade gelaufenen Beitrag zu kommentieren. Mit mir im Studio für den Sport, wie immer, Manuel Andrack. Guten Abend. Hallo, Manuel. Hallo, 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 hallo. Hab ich nicht vorhin gesagt, dass mich dieser blöde Applaus stört? Ja? Klatschen können Sie woanders. ZDF-Slogan. Klatschen können Sie woanders. Ich habe festgestellt, dass viele unserer Nachrichtensprecher, vor allem bei den Privatanbietern,
wenn Sie einen Beitrag gesehen haben, hinterher kommentieren, um uns zu sagen, wie Sie persönlich diesen Beitrag gefunden haben. Unfassbar, wenn was Böses war oder hübsche Sache, wenn so zwei Katzen geheiratet haben oder so. Ja? Lass das! Ihr sollt uns irgendwie sagen, Bombe, Attentat, Rentenkürzung. Die Meldung, Meinung bilden wir uns selber. So ist es. Aber heute müsstest eigentlich du für den Sport zuständig sein, weil ich war ja hammerneidisch. Du warst ja gestern in München. Ja. Ich war gestern beim Spiel. Oh. Hier, habe meine Karte mitgebracht. Ja. Ticket, hier mein Ticket. Hier, Block Y8, Reihe 77, Champions League, FC Bayern. Du hast 60 Euro dafür bezahlt? Achte hier drauf, hier steht's. Hier das, ich war so, Vollzahler. Ich wurde ausgerufen im Stadion. Wir begrüßen José Mourinho und den Vollzahler in Block Y8. 60 Euro. Wahnsinn. War es mir wert. Ja, ja gut, ich wurde eingeladen, aber ich hätte... Nein, die lieben Menschen, die mich eingeladen haben, haben 60 Euro bezahlt. Du kennst doch hinterher. Dann sag mal, war das eine Freikarte? Ja, komm, ist okay. Nee, also wirklich. Na gut, einverstanden. Ja, will sein. Und es war ein tolles Spiel. Ja, also ich habe es natürlich nur im Fernsehen gesehen. Ja, aber gut, du warst dafür live bei FC gegen Greuther Fürth am Montag. Aber ich habe dem FC Glück gebracht. Du bringst ja nur Unglück, dass sie überhaupt nur ins Stadion lassen. Wieso? Wir waren letztes Jahr bei Stuttgart gegen Chelsea, ja. Stuttgart raus. Wir ja. waren letztes Moment, Jahr... Stuttgart raus, aber Magath bei den Bayern. Also Glücksbringer. Wir ja. waren letztes Jahr in Madrid bei ja. Madrid gegen Bayern, Bayern raus. Du aber warst gestern bei Bayern gegen Chelsea, ja. Bayern raus. Aber ich habe jetzt den Überblick, weil ich bin jetzt, du weißt ja, die ARD hat mich gezwungen, auch Fußball jetzt zu betreuen. Ach. Zu kommentieren? Ja, am 28. Mai, DFB-Pokal-Endspiel, machen ja. wir eine Sondersendung im Anschluss. Erst kommt das Spiel, glaube ich. Wird das Spiel auch? Ja, natürlich ja, das Spiel kommt. Da sehen wir ja die Bayern wieder im Finale. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir dort auch den FC Schalke 04 sehen. Aber liebe Schalke-Fans, wir beneiden euch, liebe Schalke-Fans. Und Glückwunsch, dass ihr jetzt wieder was verscherbelt habt. Für kolportierte 10 Millionen Euro pro Jahr an die anständige deutsche Brauerei Veltins. Ich gehe nicht so weit zu sagen... Vielleicht kann man Schalke nur im Suff ertragen. Nein, das hat ja damit nichts zu tun. Nein, das ist ja ein gepflegtes Pilz, das nichts mit Alkoholismus oder sowas zu tun hat. Man trinkt einen Pilz. Ich trinke auch mal gerne einen Pilz. Ja. Habe gestern auch einen Pilz getrunken nach dem Spiel. Ah, schön. Ja. Hm? Wer war denn jetzt so besser? Es ist schwer zu sagen. Es ist so, im Stadion siehst du es ja ganz anders. Ach so. Also, und selbst da im Oberblock, wo ich saß, der schon an der tschechischen Grenze ist. Ja. Ja. Es war ja auch das letzte Spiel im Stadion. Man zieht ja dann bald in die Allianz Arena. Allianz, bitte schließen Sie morgen eine Versicherung bei der Allianz ab. Das sage ich, weil ich kriege da billiger Versicherung. Bei Allianz, ja. Aber Lebensversicherung abgeschlossen über 40 Euro. Auf dich. Folgendes, der FC Bayern war gut. Ich bin ja bei dem 2-1 gegangen, natürlich. Nein, ja, du bist schon zu früh. Auf dem Weg zum Parkplatz. Das war das Tor von Schweinsteiger. Genau. Ja. Hör ich wieder am Auto. Das war das Tor von Scholl. Ja. Man konnte nicht wissen, dass die Bayern noch so viele Tore aber schießen. Aber man weiß doch, seit Barcelona, es kann so viel passieren in der Schlussphase. Ja, aber dann stehst du wieder 3 Stunden auf dem Parkplatz und kommst nicht raus. Du weißt, man muss praktisch denken. Man kann sich ja denken, wie so eine Verlängerung aussieht. Ein Elfmeterschießen hat man doch schon oft gesehen. Auf jeden Fall, ich war schon genervt, weil ständig hatte ich das Gequatsche von Mourinho auf dem Ohr. Ja, saß er neben dir? Nein, ich komme rein. Ich bin bei dieser Dings, wo nur die Frauen abgetastet werden, reingegangen. Da wollte ich rein, da gingen aber 10.000 andere Männer auch rein, bin ich durch den normalen Eingang, da war ich schneller. Und dann hieß es, du komm mal her, Schmidt, setz mal die Pudelmützen auf und tu dir das ins Ohr. Ach so. Da will einer mit dir reden. Ja. Ja. Und dann dauernd, ey, was soll ich machen? Sag mal ehrlich, bist du gut oder soll ich offensiver spielen? Sag ich, echt? Mourinho, lass den Quatsch. Ja. Wenn die UEFA das sieht, dann muss ich bei Köln gegen Greuther Fürth draußen bleiben. Du warst der Mittelsmann? Nein, ich war nicht der Mittelsmann. Was soll ich machen? Mir reicht's jetzt, sag doch, Drogba soll ein Kopfballtor schießen. Mir doch scheißegal. So. Hat er gemacht. So. Und du siehst aber, dass, ich würde sagen, Chelsea tritt so cool auf, es ist schon an der Grenze zur Arroganz. Ja. Ich habe gesehen, dass wir einfach eine Klasse besser als die Bayern. Sind sie das? Ja. Es ist so, das Verhältnis Chelsea zu Bayern ist wie in Deutschland das Verhältnis vom FC zu Bayern. Och was, ja, doch. Nein. Das hat man gesehen, die haben sich da schon ganz schön angestrengt, aber wenn Chelsea gewollt hätte, hätten die noch 2 Tore gemacht. Nee, sie sind so, die Torwart Peter Cech zum Beispiel legt den Ball hin zum Abschlag und geht dann essen. Ja. So, da wird man doch natürlich unruhig als Zuschauer. Dann kommt er wieder und sie haben die Zeit verzögert, wie es ihnen gepasst hat.
Ja? Hast du dich aufgeregt? Nee, ich habe mich nicht aufgeregt, aber ich habe mir gedacht, irgendwie, also ehrlich gesagt, ist es nicht so attraktiv, das anzugucken. Man sitzt die ganze Zeit da und sagt, ja, das ist jetzt, das ist der moderne Fußball, das ist Taktik, das ist abgestimmt, sie spielen ein klares System, aber könnte nicht mal so Ronaldinho oder so kommen, ein bisschen zaubern. Es ist irgendwie so, es ist toll und man ist Fachmann und freut sich, dass man sagt, also dort in der Wetter, Robert Huth wirkt sehr viel deutscher, wenn er gegen Seroberto spielt, ja, als man ihn so von Fotos kennt. Aber irgendwie ist es nicht so, das, was wir wollen, das Kulinarische. Ja, aber es gehört auch das Drumherum noch. Hast du Promis gesehen? Stoiber, Abramovic? Nein, die saßen ja im Stadion. Ich saß unterm Dach. Ach so. Ich hab's auch gut gesehen. Das war schon, Katzenbeck war toll. Und, so. Und dann als Bulle Rot kam, war ich der Einzige, der gejubelt hat. Ja. Aber weißt du, was du verpasst hast? Und ich habe gehört, weil die Fans, die Bayern-Fans wissen, woran es lag. Was willst du machen? Wir haben heute die Seuche am Fuß. Ah. Weißt du, was du im TV gestern Abend verpasst hast? Günther Jauch bei Elke Heidenreich. Nein! Doch. Zwei Freunde von uns, Günther Jauch bei Elke Heidenreich. Genau, genau. Und Günther Jauch hat gesagt, er liest sehr viel, aber nicht so viel Bücher. Aha. Mehr so Zeitungen. Aber er hat immer so ein schlechtes Gewissen, weil am Ende der Woche hat er den Spiegel nur zu 10% gelesen. Ja. Hat Elke gesagt, scheißegal, Kultur muss man eh nicht lesen und nur Politik beim Spiegel. Und wie informierst du dich eigentlich jeden Tag? Ich lese sehr viel Zeitung. Ja. Ich lese natürlich als erstes meinen geliebten Kölner Stadtanzeiger. Das ist ganz toll. Der Kölner Stadtanzeiger ist für mich die Zeitung mit dem besten Service für seine Leser. Schauen Sie mal, das war die Seite Familie und Erziehung am Montag. Ja? Montag im Kölner Stadtanzeiger, Familie und Erziehung. Lese ich jedes Wort sehr aufmerksam. Am Dienstag hatte ich schon vieles wieder vergessen. Kein Problem, kam die Seite nochmal. Hey Leute, ruft mich an, wo ist der Fehler? Ja. Komm, lasst mich nicht hängen, Leute. Ehrlich, ich sag's euch, 21.000 Euro, guckt euch genau an, wo ist der Fehler? Du kannst es noch besser, Mama. Ich kann das. Doch, du kannst Jürgen. Mama Jürgen. Ey, super. Ich sag euch, ich schock hier nicht auf der Kohle. Die muss raus. Die 9 Live raus. Ist ein geiler Sender. 9 Live wird die Kohle rausspielen. Ja. Ruft mich jetzt an, ey, noch eine ruft Minute. Mich an. Ich fasset nicht. 26.000 Euro. Guckt euch den Vater mit dem Baby nochmal an. Leute, Leute, nur 28 Sekunden. Wo ist der Fehler? Könnt ihr stundenlang sehen. Ich auch. Und weißt du, neulich gucke ich wieder rein bei 9 Live. Ja? Ja? Man muss von was leben. Und dann... Weißt du, wer jetzt da moderiert? Isabel Varell. Nein, ehrlich? Oh, ja, aber nicht schlecht. Ja, und das ist das Tolle. Unser Job ist oft sehr zynisch und menschenverachtend. Sehr hart. Da werden Leute gefeuert, nur weil sie einmal nur 3 Millionen Zuschauer um 20.15 Uhr haben. Ja. Ja? Aber bei 9 Live kommen sie alle unter. Und bitte begleiten Sie auch mich dorthin, wenn es mal so weit ist. Ruft mich an, Leute. Ruft mich echt an. Aber wirklich... So. Sprichst du dann auch so? Nee, ich muss ja, ich mach's auf Schwäbisch. Ha, komm, Leute, lass es mir nicht hängen, jetzt rufen wir an. Und das habe ich gestern gesehen. Schwaben tun was für die Wirtschaft. Musste ich mich im Stadion mit 2 Fans aus Nürtingen fotografieren lassen. Ach, ehrlich? Das war schon früher so. Haben wir Fahrer zu jedem Europacup-Spiel von den Bayern. Mein Kumpel hat eine neue BMW, wir teilen den Sprit. Weißt du, zu viert rein, um 10:30 ich spiel aus, raus auf Autobahn, um 11:50 haben wir daheim einen Pilz aufgemacht. Nein. Wir haben den Sprit teilen, dann bin ich gefahren, auf einmal geht so ein kleines Arschloch links von mir raus, gell. Ich voll auf die Mika, die kommen dahinter rauf wie in der Straßenbahn. Boah. Ja, man fährt zum Bayern-Spiel, man kauft ein Auto. Wenn du die Autos auf dem Parkplatz vor dem Olympiastadion siehst, sagst du, dieses Land, was so wirtschaftlich am Abgrund steht, sind wir das? Ich wusste nicht, dass es verboten ist, ein Auto unterhalb des 7er BMWs zu kaufen. Solche Autos bei den Vollzahlern. Wir hier in Nordrhein-Westfalen haben andere Probleme. Wir haben Landtagswahlen. Ja. Falls Sie jetzt in Deutschland sagen, was interessiert mich das, wenn im Osten Hollands gewählt wird? Das ist doch so wichtig für uns alle. Das ist doch eine Schicksalswahl. Genau. Unsere amerikanischen Freunde würden sagen, Nordrhein-Westfalen ist ein Battleground State. Bush wäre in einem Land wie Nordrhein-Westfalen 10 Auftritte pro Tag, um den Leuten klarzumachen, wählt mich. Ja? Und wir sind jetzt zu plakatiert hier.
Wir haben die besten Plakate für Sie ausgewählt. Keine Ahnung, wir bevorzugen keine Partei. Nein. Das dürfen wir gar nicht im politisch sehr korrekten Ersten. Das wird im Ersten Jahr nachgestoppt. Welche Partei, wie lange runtergezogen wird. Und ich selber weiß es noch gar nicht. Für mich ist klar, ich gehe wählen als Staatsbürger. Aber du wählst auch normalerweise immer, also weiß ja jeder eigentlich. Also was ich wähle? Ja. Wieso? Oder? Was wähle ich denn? Jetzt ich sag dir, was ich wähle. Na, ich wähle Deutschland. Mir geht es um Deutschland, so wie Angie Merkel, um die Zukunft. Ja? Der SPD-Kandidat aus Bergheim, das ist ein Ort hier... Aus Sinnersdorf, er wirbt nur damit. Aus Sinnersdorf in Bergheim, heißt Guido van den Berg und hat sich entschieden, im Stil von James Bond...